Diesmal bist du dran. Wir haben schon lange keine Warte. Immun gegen Schleichen? Leck mich am Arsch. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Mittelerde, Mordor, Schatten, ich bin's wie immer, euer Gunshot. Wir hängen hier gerade noch ziemlich nah von den Orks rum, die mich auch gleich aufdecken, wenn ich mich hier nicht kurz verpiesel. Ich muss mir aber kurz den nächsten Punkt markieren. Auf der Karte, wo wir hin müssen. Okay, hier ist jetzt erstmal das naheliegendste Ziel. Ich könnte hier wieder bei einem Duell mitmachen, wo wir gerade mal auf dem Weg sind. Weil hier befinden wir uns. Wir machen einfach mal wieder ein Duell. Vielleicht läuft es diesmal ja besser. Schauen wir mal. Liegt ja auf dem Weg zur Kampagne. Und so wird der Weg dann nicht allzu langweilig. Wir können uns jetzt relativ schnell bewegen. Ja, das ist noch der Ort aus der letzten Folge, wo wir die ganzen Uruks kalt gemacht haben. Ich achte gerade. Oh mein Gott. Okay, die haben mich nicht gesehen und da ist ein Karauer dabei. Ich sollte mal kurz einfach mal die Fresse halten und dran vorbeischleichen. Solange die mich nicht gesehen haben. Ich habe nicht volle Energie, das ist schlecht. Warum hat er nicht die Dolch rausgeholt? Jetzt macht das Auto. Achso, weil ich gerade bin. Alles klar, ich hab's schon verstanden. Okay, jetzt habe ich gerade die Kette unterbrochen. Er kann deswegen anscheinend Geistesblitz oder Geisterblitz nicht verwenden. Okay, es wird schon wieder elendig. Oh nein, stirb! Jo! Stirb! Oh! Ah, wie er meine Attacke nicht auf den bezieht, den ich eigentlich angreifen will. Leck mich am Arsch. Wo ist das Vieh? Da. Alter. Zwei Stück. Hoch mit dir. Was? Die kommen überall hinterher. Okay, die sind beschäftigt gerade. Hier hinten lang. Ist hier nicht irgendwo ein Kraut? Nirgends. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Nicht Spaß. Doch da ist was. Getötet.
Kacke. Oh ne. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Okay, ich hoffe einfach mal, ich habe jetzt gleich mehr Energie. Ansonsten sterbe ich wieder. Schlechte Uruks, ihr werdet jetzt sterben. Tu das nicht! Meine Truppen brauchen mich! Volle Gesundheit. Das haben wir gesehen, jetzt müssen wir hier abhauen. Abhauen! Zu viele! Ich lasse auf jeden Fall keinen Hauptmann hier leben. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Was will diese Stufe 5? Habe ich das schon ausgerüstet oder nicht? Ach so, noch so ein Graborplatz freigeschaltet, okay. Und dafür habe ich natürlich wieder Runen. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden um 30% beim Reiten einer Bestie und bei Schleichtötung mit dem Bogen werden 34% Fokus wiederhergestellt. Okay. Nehmen wir einfach mal. Haben wir sonst noch was? Boshafte Stimmen. Schwertlegenden. Da haben wir im Endeffekt noch keine Rune. Hier bloß die eine. Okay. Hat sich ja gar nicht das Problem. Ey. Okay. Was denn? Wie kann sich ein bloßer Tag auf den Rücken eines Karawans schwingen? Okay, das haben wir soweit. Jetzt wollen wir doch nochmal gucken, ob wir irgendwo eine Pflanze finden. Da ganz hier vorne direkt ist eine Pflanze. Ich brauche etwas, das ich jagen kann. Die können wir gleich noch gebrauchen. Ich denke, ich werde für die Mission bestimmt... Muss ich mal gucken, ich bin da noch nicht ganz raus. Ob ich denn immer wieder volle Energie habe. So, Radbugs Machthunger wächst. Redbugs, sorry. Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich
Ein Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Okay. Tun wir das doch. Das ist doch jetzt nicht Redback. Achso. Das nennst du ein Duell? Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme dich einfach hin. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Synchronisation hat nicht ganz gestimmt, ne? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Gegen Schleichen? Leck mich am Arsch. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ein ebenbürtiger Gegner. Hier ist noch so ein Wurfficker. Eine Leiche wird vom Nachtschuss. Ich verliere andauernd Energie. Meine Güte, ey. Ist das denn jetzt noch dein Ernst, oder was? Da ist dieser komische Wurftyp noch. Ja, und... Los, gleich habe ich sie. Noch ein bisschen. Den haben wir, komm. So wird das wirklich nichts. Nein, du dummer Tag. Da spürst du das. Los, mach ihn doch jetzt kalt. Wenn die Gesundheit des Hauptmanns tief genug sinkt, kannst du ihn ergreifen. Okay. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Okay. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Bock der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Benutze WASD, um den Herrn von Bock auszuwählen. Da. Leertaste zum Information. Und so, komm. Bock der andere zum Informieren. Um einen Häuptling zu erhalten, musst du einen Hauptmann oder einen Wurm verhören. Wenn du einen Häuptling hervorlockst, werden auch seine Leibwächter erscheinen, um ihn zu beschützen. Okay.
Seine Eigenschaften. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe und erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Okay. Hey, das ist ein Artefakt, das will ich haben. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Ja, gemeinsam. Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal. Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Lecker. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Sehr geil. Back noch nicht, ne? Fähigkeitsunterhalt. Trotz Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Greife Rash Zuchtmeister bei seinem Versuch an, Gefolgsleute zu rekrutieren, um Saurons Armee zu schwächen. Okay. Ein Nebenziel. Rekrutierung jetzt verfügbar. Ich gehe auf jeden Fall mal kurz das Artefakt da holen. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Haben wir schon einen Preis ausgesucht? Hoffentlich schlägst du Verschwert endlich was. So, was haben wir? Chance von 19% bei einem kritischen Treffer 5. Munition zahlen? Okay. Besser als beim letzten Mal. So, Fähigkeitspunkte haben wir auch noch. Mach Kämpfe ab, um Jagd auf Hauptmänner und Merpel zu erhalten und deine Fähigkeitsstufe zu erweitern. Okay, das wissen wir ja nun mittlerweile. Okay. Oh, ich habe eine Stufe freigeschaltet. Jetzt gibt's schönere Sachen. So, was haben wir hier? Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Die Fähigkeit eines endgültigen Todesstoßes während der letzten Chance zu landen? Auch geil. Drücke Q, um einen Dolch zu werfen, der geringen Schaden versucht und den Gegner rückwärts stolpern lässt. Okay, das ist so Assassinkram. Festnageln Bogenangriffe auf die Beine von Uruks, nageln sie diese an Ort und Stelle fest. Ist auch nicht schlecht, ne? Schleichaufzehrung. Führe Aufzehrung aus dem Schleichen heraus. Also Shift und E gedrückt halten. Okay. Gut, also ich habe mich entschieden für verdoppelte Trefferserie und für Todesstoß. Ja, ihr kennt mich schon ein bisschen. Offensive ist, ne? Besser oder gleich gut wie Defensive. So. Ja, mal kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir denn jetzt gerade? Blub, blub, blub. Da. Eliminiere den Häuptling, sodass der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Die anderen sind da hinten, da müsstest du weit latschen. Hier ist nochmal ein Jetz, oder nicht? Okay. Das als Punkt markiert. Machen wir uns nochmal auf den Weg hin. Du armseliger kleiner Wurm. Okay, müssen wir hier lang? Ne, wir haben auch die Möglichkeit, oben dran vorbeizugehen. All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet hoffentlich. Ich hätte jetzt gern so einen Karagor.
Weil das würde mir doch schon helfen bei vier so einen Bossen. Solcher Bosse da. Ich habe meistens mit einem schon Probleme. Gut. Aber ich will nicht weiter rumheulen. Wir probieren's. Ja. Fernkampfangriffe merken. Und die Todesstöße. Oh, er hängt schon wieder da. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Dieser Vögel zerfrisst mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich wundlich bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Oh. Sehr geil gemacht, ey. Mir geht's gut. Hat gar nicht wehgetan. Ja, ich weiß, was du denkst, Wachläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Herrlich. Nee. Finde ich gut. Also, dass sie Humor mit reingebracht haben, ist eine herrlich. Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Nun sag mir, dein Karagor sei klar. Wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Okay, kann ich nicht nehmen? Oh, nee. Die haben mich jetzt gesehen, aber da kann ich ja... Berserker kontern gewöhnliche Angriffe. Betäube Berserker mit E, bevor du angreifst. Ja, es ist hier ein bisschen eng, Leute. Alter, sind wieder 5 Milliarden Orks hier. Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Ich muss mal kurz zu dem Typen hier aus. Ich habe hier ein leichtes Problem gerade. Okay, ein paar weniger.
Das hilft mir aber nicht sonderlich weiter. Bring ich ihn halt um, wenn er zu mir kommt. Ist denn hier nicht irgendwo ein Dingens? Fuck. Alter, mit der Handling von der Steuerung, das klappt noch nicht so ganz, ne? Von wegen Shift, Linksklick. Na egal, dann halt so. Na herrlich. Schalten. Na, kommst du hier auch hoch? Ich rieche Fleisch, Sklavenfleisch. Oh, ich hab keinen Elmbeschuss mehr, Alter. Moment, schwingt ihn ab in den Boden. Wie kann er nur so weit springen? Ja, genau. Guckt euch mal an, wie viele das schon wieder werden hier. Keine Sorge. Von oben! Deine Leiche wird vom... Ein ebenbürtiger Gegner. Nein, du versaust mir wieder die komplette Pointe, du Sack. Speeren? Da ist der Typ mit dem Speerscheiß. Ja, genau. Das sind Arsch, Arsch, viele. Oh, guckt euch die Scheiße an! Oh, Alter. Ha ha ha.
Oh mein Gott. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Du verdammter Wolf, das klappt nicht. Moment! Du bist der klar überlegene Krieger, doch du stirbst dennoch in Mordor. Dabei hab ich doch... Alter! Gottchen. Endlich! Redback ist häuptling! Waldläufer! Wir haben's geschafft! Wir ist gut, ey. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. Jawohl. Vier Häuptlinge töten noch. Drei noch. Gut. Dann gucken wir doch mal, wo die sich aufhalten. Das Gebiet wird größer, oder bilde ich mir das ein? Zongosch, der Henker. Hier ist irgendwie, hat nichts mit den... Das hat irgendwie nichts mit den, mit der Hauptmission zu tun. Bewegen uns mal hier zur nächsten. 2015 Fuß. Ja, dafür hätte ich dann auch gern so ein Karagor oder wie die Dinger heißen, zum Reiten. Alter. Oh. Jo. Warte, ich rieche etwas. Na ja, riech mal weiter. Ich hau jetzt hier auf jeden Fall ab, ich habe irgendwas anderes zu tun. Ja, da kommt so ein kleiner Uruk für zwischendurch, den braucht man mal. Eigentlich kann sie hier nicht mit den ganzen Garnisonen aufnehmen, nicht wahr? Oh. Sehr cool, den hätte ich gerne. Macht er gerade die Feinde platt. Vielleicht kann ich ja einen davon bekommen, von den beiden. Ah, sie riechen mich. Jetzt haben sie mich. Okay, aber einen von euch kriege ich.
Taktik. Ach, jetzt greift er mich nicht an. Oh, ein bisschen mitmischen, wa? Also ich mag das Vieh. Oh Gott. Das Ding kann ja überall lang. Was war das? Gut. Hä? Unsichtbare Wand? Dann steigen wir mal ab. Mach's gut. Die eine Wahrheit. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Okay. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast... Lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Also die beiden verstehen sich da nicht so. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Das ist wohl richtig. Ein Krauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir eben einen anderen Weg. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Krauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ja, dann machen wir doch mal schnell, dass wir da reinkommen. Oh ja, oben läuft sogar eine Zeit, die ich natürlich erst jetzt bemerke. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Ich möchte trotzdem hier schnell weiter. Gole, warum überrascht mich das nicht? Wissen die sich?
aus, als hätte der Graug den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Was hier alles rumliegt. Oh Gott, sind hier Leute draufgegangen. Okay, rennen wir mal weiter. Die Suche die Gegend nach Artefakten und Visionen. Das heißt mit V. Oh, ja, ich sehe das schon. Da hinten ist was. Ne, das ist bloß was, um meine Lebensenergie aufzufüllen. Aber hier oben scheint noch was zu sein. Oder er führt mich einfach bloß wieder im Kreis hier. Hier ist was. Was haben wir da? Eine Zange. Sein Name? Celebrimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe der Macht. Oh, da herrlich. Besuch! Ja, schönen guten Tag. Flieh, du Narr. Was? Fliehen. Schattenangriff. Halte Rechtsklick gedrückt und tippe Y. Versetze dich augenblicklich an den Aufenthaltsort deines Ziels. So kannst du tödlichen Situationen entkommen, Festung durchqueren, fliehende Feinde folgen oder auch aus der Entfernung in einen Kampf übergehen. Diese Fähigkeit verbraucht 2 Helmgeschosse. Ja, davon haben wir immer so viel, ne? Na denn? Y. Okay, das habe ich jetzt gerade ein bisschen falsch gemacht, aber... sind die auf jeden Fall weg. Gott! Oh, der ist immer noch da. Kann er jetzt bitte cool oben stehen? Ich spring einfach mal runter. Nimmer wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Trosten, der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer. Weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz! Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Dann führt er uns zu ihm.
Gut. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Okay. Na, dann haben wir jetzt auch wieder ein Kapitel geschafft. Story ist auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Also ich bin schon gespannt, was Gollum wieder abzieht. Am Ende will uns wieder den Ring klauen. Ja, wie das auf jeden Fall weitergeht, seht ihr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dieses Mal eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Ja, bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.